Bedeutendes Abenteuer. Beute wartet in Schatztruhe. Gut. Das sind dann wahrscheinlich die letzten vier Kopfgeldjäger-Aufträge. Denke ich mal. Magma-Brücke. Das ist die eingestürzte, nicht wahr? Ja. Also Unlocks, Unlocks Kompass, die Magma-Brücke. Warte, war das eine, die Waldendebenen? Ja, tatsächlich. Das ist alles hier um Cat Nua herum. Der einzige, der nicht in Cat Nua ist, ist der Druidenkult. Dann würde ich sagen, wir rasten jetzt hier für Entschlossenheit. Machen das mit dem mit den beiden Quests in Zwillingsulmen. Dann gehen wir den Druiden jagen. Das dürfte ja nämlich Alof sein Level Up noch geben. Jo. Und dann schnappen wir uns am besten unsere anderen dreien und machen mit denen die restlichen drei Kopfgeldjäger-Aufträge. Ja, guter Plan. Und dann halt Ot Nur. Weil dann sind wir wirklich fertig eigentlich. Abgesehen jetzt natürlich von der Grabinsel und der Main Quest. Aber wie gesagt, ich habe ja das Gefühl, dass wir uns langsam den Endeten zuneigen. Also dass nach der Grabinsel wahrscheinlich Schluss sein wird. Beziehungsweise wenn wir dort reingereist sind. So, das heißt, ab in die Festung, die Truhe plündern. Dann rasten wir für Entschlossenheit. Machen die beiden Quests. Rasten, ja, wir müssen eh ins Gasthaus, um unsere Chars zu wechseln. Rasten dann nochmal und dann ist das gut. Ah, ich wollte ja eben mal kurz in den Kerker schauen. Waldläufer haben eine enge Verbindung zu ihren tierischen Gefährten. Ja, so wie Hagrim und Fenris oder Sargani und Itomak. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Erstmal in den Knast gucken. Ich bezweifle aber, dass wir irgendwie da festgenommen haben. Weil bis jetzt hatten wir irgendwie niemanden zum Festnehmen. Also jedenfalls kein Dialog. Ich kann mir vorstellen, den Typen, den wir da damals bei Magrads Gabelung getroffen haben, den wir getötet haben, weil wir ihn für das Kopfgeld hielten, oder ich hielt ihn für das Kopfgeld, den hätten wir wahrscheinlich einbuchten können, aber zu dem Zeitpunkt war unser Kerker eben nicht wirklich aktiv. Aber nee, die Zellen sehen recht leer aus. Nö. Well met, friend. Kleiner Kerkerbesuch. Momentan ist der Kerker leer, aber das werden sie sicherlich schon bald ändern. Ne. Wäre ich wahrscheinlich eher nicht. Der Kerker ist einfach leer, weil er leer ist. Viele von ihnen durchbrechen die vierte Wand. Ja, also es ging gerade um die Grabsteinnachrichten. Die sind halt einfach out of Spiel. So, du brauchst uns nichts geben. Ah, hier haben wir... Boah, das ist schon eine kleine Summe. Wir haben jetzt 55.000 ungefähr. Wie viel haben wir jetzt gleich? Jetzt haben wir, ja, über 10.000 hat das jetzt gebracht. So, hier sind ein paar Kräuter und so, Lindwurmflügel. So, gut. Das heißt, wir rasten. Für Entschlossenheit, geht da nach Zwillingsulm. Machen die beiden Quests, dann kriegt Alof
Oder wir machen wenigstens die Quest im blutigen Sand. Nicht die blutigen Sand im Ulmen Cup. Blutiger Sand war ja, war im Ulmen Cup. Blutiger Sand war das Ding vor den Ethik Noll, aber wir wollen ja nicht zu den Ethik Noll, da waren wir ja schon. Wir wollen zu den drei Stoßzanz delegieren. Genau. Ach, ich liebe solche Spiele einfach, wo man so richtig in die Welt eintauchen kann und sich auch die Namen von den ganzen Gruppierungen und so merken sollte. Ja, die drei hier. Kada hatte ich schon lange nicht mehr in der Gruppe. Also erstmal Bild. Ah, falsch. Erst einmal rasten. Für drei Entschlossenheit. So. Dann reisen wir nach Ulmen Cup. Und dann sehen wir weiter. Ein Bittsteller ist eingetroffen und er sucht KP oder eine Eskorte. Minus Prestige. Gut, geringe Reputation bei Zwillingsulmen. Also solange der dort ist, sind wir bei Zwillingsulmen ein bisschen schlechter bestellt. Aber ich denke mal, das kann jetzt kurz warten, bis wir die Quest hier gemacht haben und die Chars getauscht haben. Dann können wir Sagani für die Zeit schicken. Wie lange geht diese Bittstelle? Ach so, die ist auf Tage gebunden, oder? Ja, für 3 Tage. Eskorte aussenden? Nee, lassen wir das erstmal. Wir wollen jetzt erstmal hier rein. Da darf Hagrim lecker Drachenfleisch essen, auch wenn das fast schon Verschwendung ist, aber für die Entschlossenheit machen wir das. Und dann hoffen wir, dass die Entschlossenheit ausreicht, dem Dragotor zu jubeln. Wenn das nämlich nur mit Intelligenz geht, ist das schlecht. So, F5, wir speichern. Ja. Dann lassen wir nur mal Hagrim vorgehen. Drachenfleischgericht. Ach ja, und die Rüstung anziehen. Und jetzt hast du 20 Entschlossenheit, okay. Also, Simok. What brings you here? Simoks Blick ist fest und gefährlich. Sei gewarnt, Esthammer. Ich habe heute wenig Geduld, nachdem ich von dem Massaker in blutiger Sand erfahren habe. Edda beachtet den Elfen nicht, stattdessen startet jetzt Tege vor sich an, er flüstert. Ob er wohl etwas dagegen hätte, wenn ich sein Stegier streichle? Simon verschränkt die Arme über seiner verdammten Brust und soll was? Was ist passiert? Die Haare des alten Mannes sind zerzaust, sein Gesicht von alten Namen und frischem Zorn entstellt. Ermordet fast alle Druiden der Ethik Null, neben ihren Altar den blutigen Sand niedergebetzelt und niemand kennt den Schuldigen. Er schüttelt den Kopf. Diese Namen vollkommen fast der Führung voller Locken. Sie begreifen nicht, was wir verloren haben. Sie mag das Gift geben. Hier ist der Tag, um den du gebeten hast. Er blickt vor der Fiole in seiner Hand zurück zu dir. Irgendetwas stimmt nicht. Er kneift seine Augen zusammen. Was versuchst du mir zu geben? Das ist der Essenztrag, um den du gebeten hast. Lass er Witter rufen, wenn du es nicht glaubst. Das ist neu. Weil vorher hatten wir nur die beiden zur Auswahl. Es ist Gift oder es ist destillierte Essenz. Lass Witter rufen. Er streckt eine vom Alter und der Schlaf verkrüppelte Hand aus, er hält sich die Fiole dicht vor sein getrübtes Auge. Auf die Rettung meines Stammes. Er leert die Fiole mit einem langen Schluck. Er schluckt, wirkt einige Sekunden,
lang und blickte dich dann zornig an. Sein Atem ging kehlig und nass. Du hast mich vergiftet. Er beginnt seine Hand zu den Kriegeln im anderen Raum zu erheben. Du hast gerade eine Mixtur aus konzentrierter Essenz und Blut geschluckt. Hast du erwartet, dass du dich danach gut fühlst? Du hast wohl recht. Er atmet mehrmals tief durch. Und ich sollte dir für deine Dienste danken. Sichere Reise, Estramor. Ja. Okay. Bei den Zwillingsulmen hat sich mein Ruf verbessert. Bei den Etiknoll hat er sich verschlechtert. Wahrscheinlich nicht mehr, als es sowieso schon gegangen wäre. Alof hat seinen Stufenaufstieg. Wie lange hebt das Essen noch? Ah, wahrscheinlich nicht lang genug. Nitras blickt dir in die Augen und nickt dir langsam zu. Oh. Hm, wie nett. Was habe ich denn eigentlich gekriegt? Dein Totenschlüssel, großes Schild. Hey. Das sieht mal cool aus. Abwehr, Genauigkeit ist zwar schlechter. Sicherung? Kritischer Treffer angreifender Feinde. Hui. Qualität ist schon außergewöhnlich. Hervorragend kann ich es gerade nicht machen, weil ich keine Adra-Drachenschuppe habe. Aber das Schild ist auf jeden Fall besser als das, was er da gerade mit sich führt eigentlich, oder? Ne, verzaubern will ich es nicht. Ich will es vergleichen. Skaf Gwanek hat Abwehr, Winterwind, Schlag, hervorragende Schildabwehr. Das ist schon hervorragend. Das heißt, du hast 24 und du hast auch 24. Du hast aber mehr Genauigkeit. Ah, da ist das Schild eigentlich schlechter. Okay. Du gehst mal hier oben hin. So. Ah. Gut. Damit hätten wir die Quest erledigt. Mal gucken, ob das Drachenfleisch noch lang genug hält, dass ich die andere Quest auch noch abschließen kann. Oh, aber erst gebe ich schnell alle auf sein Level ab. Es sind noch 3 Minuten, das dürfte knapp werden. Wissen. Oh, Heimlichkeit. Mechanik. So. Arcane-Reflexion erzeugt ein Feld Arcane-Energie. Das klingt nicht schlecht. Todesring. Das klingt auch nicht schlecht. Das ist wie die Todeswolke, nur halt als Ring. Ja, die beiden sind genommen. Bonuszauber, offensiv, defensiv. Geistesverfalls. Schadensreduktion. Machen wir mal plus 5 Abwehr. Das klingt gut. Das braucht er nämlich. Der steckt nämlich viel zu wenig einem nach im Kampf. So. Ja. Nichts Neues. Großes Abenteuer hinzugefügt. Ah ja. Dauer 3 Runden. Das kriegen wir auch noch hin. Dann können wir von mir aus Durenz auf ein großes Abenteuer schicken. Pausieren wollte ich nicht. Ich wollte hierher reisen. Schnell ins Wirtshaus gehen, mir meine 3 Leute holen und dann gucken, ob die Zeit noch reicht, dass die Entschlossenheit auf 20 bleibt für diese letzte Quest. Wenn sie runter sagt auf 17, dann versuche ich es einfach mal mit 17 Entschlossenheit. Wenn das schlecht ausgeht, kann ich ja immer noch mal neu laden. Waffen und Schilde verleihen Boni, die mit Boni von anderen Gegenstandstypen addiert werden. Ah, das heißt, wenn ich eine Waffe habe, die Entschlossenheit gibt, und eine Rüstung habe, die Entschlossenheit gibt, würde sich das summieren. Das ist für Paladine eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn es eine Waffe gibt, die Entschlossenheit gibt. Oh, und das ist schon weg, weil wir über die
Weil wir nachher das Gebiet gegangen sind, lässt das Essen wohl nach. Ist aber auch nicht so tragisch.